Idylle mit Kuh hinterm Deich und auf Deich in Wewelsfleth, Kreis Steinburg an der Stör. Hier hat einst Günter Grass gelebt. Und hier trifft sich auf der Peterswerft der Kreisvorstand der SPD in Steinburg, um über die Zukunft des Schiffsbaus zu sprechen. Dies ist eine kleine, aber für unsere Region außerordentlich bedeutende Werft mit 100, 120 Angestellten, mit 10 Auszubildenden. Und wenn wirklich große Aufträge reinkommen, arbeiten hier bis zu 800 Menschen. Die Werft ist heute relativ gut ausgelastet mit dem Umbau von Schiffen, insbesondere einer amerikanischen Stiftung, die sich jetzt im Klimaschutz engagiert. Aber wir brauchen dringend neue Aufträge hier, weil so viele Männer und Frauen in der Gegend von dieser Werft leben. Also setzen wir uns für die Zukunft des Schiffsbaus ein. Hier sehen Sie Ralf Stegner, unseren Landesvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden im Kieler Landtag. Gemeinsam setzen wir uns für Arbeit und Ausbildungsplätze ein.